Wir sehen gleich weiter angespannte Pferde, denn es geht weiter mit der Horses to Fly Finalrunde. Henk Dijkstra ist wieder da und spricht zu uns. Er ist bereits in der Bahn. Die Jury ist noch hier für die Horses to Fly Finalrunde. In diesem Fall gibt es keinen Stilpreis, sondern nur die Platzierung, das Klassement für die Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Dann sehen wir hier mit der Nummer 191 Kjeld von Stal de Berkemeer, ein Sohn von Nane 492, im Besitz des Stalles van de Berkemeer und heute geritten von Jalma de Groot. Mit der Nummer 73 Gilbert vom Seenland, Sohn von Ebke 474, von Ralf Munitz in Hosena und geritten von Richard Hofstra. Das ist also die Dressurfahrtfinale für die 4-, 5- und 6-jährigen Hengste, Stuten und Wallache. Mit der 416 sehen wir Fokelin TJ von Mewis 438 im Besitz von Stefanie Dietrich in Meinertshagen und geritten von Harm Hamstra. Die einzige Dame in diesem Finale mit der 202, Kundus von der Bütemate von Nane 492, im Besitz von Dico Sietzma in Tulare, in Kalifornien, in den Vereinigten Staaten und geritten hier von Iris Seitzma. Die 122 kommt herein, unser Stammbuchhengst Rosse 526, Sohn von Nane 492, im Besitz von Jelle Kleinstra aus Groningen und geritten von Radboud Kübsbom. Radboud Kühlsturm, Entschuldigung. Und mit der 166 betritt die Bahn Gerrit R.V. von Eise 489 im Besitz des Stalls Chardon Bradshaw KFC Farms in Jorwert und geritten von Jelmer Chardon, den Sie alle kennen. Das sind unsere Finalisten, die ähnlich wie die Young Riders verschiedene Vorrunden ausgeritten haben. In den gleichen Städten. Der letzte Wettstreit war auch für diese Reiter in Groningen. Und jetzt hier in Leeuwarden bei der Hengstkörung gibt es das Finale. Alle drei Jurymitglieder sehen sich alle Gespanne an. Das hat damit zu tun, dass es hier natürlich um das Finale geht. Da muss jeder gesehen haben, worum es geht. Alle Juroren wollen inspizieren. Wir reiten also eine Dame gegen drei Herren. Und darum behalten wir Iris jetzt mal natürlich alle mal gut im Auge, um zu sehen, ob sie sich gegen diese ganzen Männer durchsetzen kann. Aber das werden wir sehen, sobald das Endklassement bekannt gegeben wird. Sie hörten die Namen der Sponsoren für diese Finalrunde und im Namen des Sports und des Vereins würden sich Hengst Dijkstra gerne dafür bedanken. So, der Ringmeister hat das Okay gegeben. Dieses Finale beginnt.
Welch ein schönes Finale, meine Damen und Herren. Sie fliegen geradezu über die Bahn. Schöne Haltungen. Eine schöne Technik im Vorderbein. Machen Sie sehr gut, meine Herren, meine Dame. Es ist, wie gesagt, kein Schnellheitswettbewerb. Es geht um das Showfahren, um den Showfaktor, um den X-Faktor, wenn Sie so wollen. Machen Sie ruhig noch eine Runde mit. So, mittlerweile hat man hier die Hand gewechselt. Und wir machen voll Konzentration weiter. Ich weiß nicht, ob Sie sehen können, meine Damen und Herren, aber das sind hier sehr vor Konzentration angespannt und zusammengekniffene Gesichter. Hundertzweiundzwanzig, hundertsechsundsechzig, hundertzweiundzwanzig, hundertzweiundsechzig und zwei null zwei, hunderteinundneunzig, dreiundsiebzig und dann vierhundertsechzehn. Ich wiederhole. 122, 166, 202, 191, 73 und am Ende 416. Das ist das vorläufige Klassement. Aber es ist natürlich diese Schlacht noch nicht zu Ende. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Der Hauptpreis, die Goldmedaille, wird noch ausgeritten. Unter zwei Herren und einer Dame. Die eine Dame hier, unsere Iris Sitzma, wird es versuchen, den beiden Herren die Goldmedaille aus der Hand zu reißen. Wir gehen weiter mit dem tatsächlichen Finale dieses Finales. Wir wechseln in die Hand und das sieht da sehr gut aus, sehr gut geritten. Das ist doch schöner Pferdesport, meine Damen und Herren. Das ist, was wir uns versprochen haben. Wir genießen, wir hoffen, dass Sie auch genießen. Die Jury hat noch nichts entschieden. Welche Entscheidung wartet hier auf uns? Was für ein Wettbewerb, meine Damen und Herren. Und der Stammbuchhengst gewinnt Rosse 526. Und dann Daniel Moderoz und dann Iris Schietzma. Was für ein Finale, meine Damen und Herren, was für ein Finale. Grandios, grandios. Und Frau Jenny Veenstra gibt uns die Resultate und ihre Erklärung. Nochmal, es sind solche Talente, vom ersten bis zum letzten Platz, talentierte Pferde und Reiter. Einige Pferde hätten besser ihren Rhythmus finden können, aber trotzdem haben wir mit sehr viel Spaß dieses Finale gesehen. Wir haben 122 auf den ersten Platz gesetzt, eine sehr schöne Front. Die Hinterbeine hätten etwas schneller laufen können, aber für uns im
allgemein das schönste Gespann, der ruhigste Hengst und sehr gut platziert darum. Die 166 auf dem zweiten Platz, auch schön vorgestellt, ein wenig hoch gelegentlich. Der Mund war ab und zu offen, aber sehr, sehr starke Beinarbeit und wir hoffen, dieses Pferd noch oft in Finalen sehen zu dürfen. Und unsere Dame auf dem dritten Platz, Iris Salzma, auch sehr gut vorgestellt, eine schöne Präsentation gegeben hier. Gelegentlich hat das Pferd das Kinn zu oft auf die Brust gelegt. Und wenn wir das korrigieren können, dann gibt es auch noch bessere Plätze in der Zukunft. Aber sehr, sehr gute Platzierung und sehr schön vorgestellt von den Reitern hier heute. Vielen Dank für diese Erklärung. Ich möchte auch der Jury bedanken für ihre kundige und fachkundige Beurteilung. Und dann gehen wir jetzt ins Endklassement über. Und dann beginnen wir auf Platz 6 mit 25 Punkten. Focolin TJ mit Harm Hamstra. Auf dem 5. Platz mit 38 Punkten. Richard Hofstra mit Gilbert von Seeland. Kjeld van der Stolberke-Meyer und Jan Maderoth auf dem 4. Platz. Kunderts von Brütema und Iris Hitzma auf dem 3. Platz. Silber geht an Cheritz Erfe und Jelma Chardon und gewonnen. Ähnlich wie das Finale hier heute auch ist der Stammbuchhengst Josse 526 mit Radbaut Kühlsturm. Unseren Glückwunsch auch an unsere Zweit- und Drittplatzierten. Sie hörten die Namen der Sponsoren dieser Horses to Fly-Wettbewerbe. Die Sportkommission verteilt hier Bänder, Rosetten und Preise und überbringt ihre Glückwünsche. Und natürlich wird es gleich auch noch eine Ehrenrunde geben. Dann können wir noch einmal diese Pferde, diese Gespanne, diesen Sport genießen. Bevor wir gleich die Ehrenrunde drehen, spreche ich noch kurz mit unserem Sieger. Radbaut, was für ein Ding hier im angespannten Fahrsport. Hut ab, hast du gut gemacht. Hast du genossen von diesem Finale? Hast du dieses Finale genossen? Ja, ich habe heute Nacht tatsächlich ein bisschen schlecht geschlafen, weil ich nervös war. Aber das Endresultat ist gut, hat sich gelohnt. Herzlichen Glückwunsch. Und ich hoffe, dass wir dich noch oft zurücksehen. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. Meine Damen und Herren. Meine Glückwünsche an alle Finalisten. Es war ein absoluter Höhepunkt für uns hier heute Morgen. Und wir hoffen, dass Sie noch einmal mit uns applaudieren für unseren Gewinner in seiner Ehrenrunde, Josse 526 mit Radbaut Kürsturm. Wir warten noch eben, bis alle Gratulationen und Preise überbracht sind. Na, jetzt kann ich natürlich auch noch eben zwischendurch fragen. Du hast oft genug bei den Besten der Welt mitgeritten. Jetzt bist du hier auf dem 2. Platz. Ich habe ihn heute auch wohl laufen sehen. Ich wusste schon, dass es knapp wird. Es ist natürlich qualitativ hier hochwertig und da kann man sich nicht beschweren. Meinen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.
Haben wir Zeit? Sind wir soweit? Ja. Ist gut? Dann die Macht dem Ringmeister und die Ehrenrunde beginnt. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Mitarbeit, für Ihre Aufmerksamkeit und feiern Sie vor allem mit uns. Und wir klatschen für Kjeld van der Stel, de Bergmeer und Jelmer de Groot, vor Gilbert vom Seenland mit Richard Hoekstra, für Fokkelin TJ mit Harm Hamstra, für Kühnert van der Bütemare mit Iris Hitzma, für Rosse 526 mit Radbart Kürzdam und für Gerrit RV mit Jelmer Chardon. Ja, ja, er kann keinen genug bekommen. Er läuft und läuft und läuft und läuft. Rosse 526 ist hier unser Meister geworden bei der Horses to Fly Sportfinalrunde der 4-, 5- und 6-jährigen Hengsten, Stuten und Wallache. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei Ihnen und wir verlassen die Bahn. Das Wort erteile ich wieder meinem Kollegen Bert. Jo, danke schön. Oh, ich muss noch ganz kurz Intermezzo dazwischen schmeißen. Nee, doch nicht, sorry. Mach ruhig weiter. Na, wir gratulieren auch von hier aus noch einmal Rosse 526. Den sehen Sie am Samstag bei der Hengstkörung natürlich auch nochmal.